Was sagt die Straße? 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 If the answer is spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white. Amerika hat sich entschieden. Der neue Präsident ist der Alte, der hier. Barack Obama blickt weiteren 4 Jahren im Weißen Haus entgegen. Übrigens, 89% der Deutschen hätten ihn auch gewählt. Aber wir fragen uns, wieso ist er denn so beliebt, der Barack und der Romney nicht? Und wieso ist der Wahlkampf in Amerika viel spannender als in Deutschland? Oder ist er das nicht? Was sagt die Straße? Wen findet ihr denn sympathischer von den beiden? Obama. Und du? Barack Obama. Okay, und wieso ist Obama sympathischer? Ja, weil der Romney, der hat die Reichen reiche gemacht und die Armen ärmer. Und du hast ja gleich den Obama geschnappt. Wieso wolltest du denn den und nicht den mit Romney? Wieso ist der so beliebt? Ja, wie gesagt, der Obama, der versucht halt jetzt das wieder hinzukriegen, was der George Bush vor ein paar Jahren relativ versaut hat, sag ich mal. Und wie gesagt, wir sollten ihn dabei unterstützen. Wie gesagt, mit der Krankenversicherung will er jetzt auch wieder einführen und will das wieder auf Vordermann bringen. Und ja, ich bin auch für Obama. Okay, ihr habt euch ganz schön gestritten hier jetzt um den Obama. Wieso findet ihr den so toll? Weil er einfach cool ist. Nein, du musst das besser sagen, weil sonst können wir nicht ins Internet nennen. Also der ist besser und der ist auch gegen, der möchte ja, dass man die Kinder nicht abtreiben darf, auch wenn man vergewaltigt wurde, ne? Also ich war ja in Amerika und die haben da auch Leute gefragt, wen sie wählen würden. Und sie haben eigentlich fast alle Obama gesagt, weil nur die Reichen würden jetzt hier den Typen wählen. Ich hätte Barack Obama gewählt, weil ich ihn als Typ relativ geil finde. Also nein, also der ist echt so von seinem Tun und Machen ist er ein echt netter Mensch, hat eine tolle Familie und generell, der passt da rein. Und das war, wann war das, vor 4 Jahren, ist er an die Macht gekommen und ich finde das gut, was er macht, deswegen. Du findest den auch sympathisch? Ja. Okay, wieso einfach nur? Ja, einfach nur so. Und außerdem setzt er sich ja gerade für die Menschen ein, die in der Krise sind wegen dem Sturm. Was will der von mir, der Herr Romney? Ich möchte nicht, dass Herr Romney so nah bei mir ist. Danke. Ich finde Romney ganz misogynistisch. Frauen hassen? Ah, okay. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Wen findest du sympathischer und wieso? Keine Frage. Erstens Obama, weil er den Mittelstand unterstützt. Und er unterstützt eigentlich nur die Oberschicht, die bereits schon etliche Jahre lang Geld scheffelt. Welche Wahl ist denn die spannendere? Die deutsche oder die amerikanische? Deutsche. Und wieso? Weil als Europäer ist es mir viel wichtiger, was für uns in der Union passiert. Ja, es wird sehr spannend diesmal, auch durch die Grünen jetzt, weil wir kommen aus Baden-Württemberg und da waren die ja dieses Jahr sehr stark. Aber die CDU wird es, glaube ich, nicht mehr machen. Die Wahlen in Deutschland sind spannender als die Wahlen in Amerika, weil es kein Zwei-Parteien-System ist, weil theoretisch jede Partei eine Chance hätte, einen Präsidentschaftskandidaten auch ohne Geld zu stemmen. Wir kommen aus Italien, wir können uns ja nicht so brüsten mit der Bunga-Bunga-Party, aber ich glaube, nein, es wird sicher spannend. Aber ich denke, es wird schwierig für einen Steinbrück. 87% der Deutschen würden sich für Barack Obama entscheiden. Auf der Straße sind sogar noch mehr. Das heißt, Mitt Romney geht leider leer aus. Das große Fieber für die Bundestagswahl 2013 ist allerdings noch nicht entbrannt. Wir dürfen aber gespannt sein, wie es bei uns ausgeht.